Ah, endlich, ich bin frei. Ich komme mal kurz nach Hause und hole mir einen Namenstag. Ich will das Viech jetzt Katakalo nennen. Ich meine, bevor wir, da wir anscheinend irgendwie keine Villager finden werden, die wir Günther nennen können, muss es dann halt so sein. Es muss so enden. Zurück. Sehr schön. Zurück. Ich kann von hier direkt zum Eurobombenboot. Oder fast direkt. Irgendetwas ist anders. Was denn? Ach, die Blumen auf, Kinder. Was denn, die Blumen oder wie? Ja. Ach so. Richtig. Ja. Ihr habt gut drauf gezeigt. Da musst du aber noch wirklich 1:1 diese Dora-Pfeile ja kopieren. Mach ich. Finde ich gut. Muss ich mal gucken, die gibt bestimmt irgendwo runterzuladen. Also, ja, im Zweifel machst du einen Screenshot und importierst die Scheißteile. So schwer kann das jetzt nicht sein. Machst du noch einen Pixel schwarz? Oh mein Gott, mein Hund hat mein Boot kaputt gemacht. Danke. Katakalo, ich hasse dich. Ach, kann doch auch nichts dafür, dass er blöd ist. Er ist halt... Was hat er von seinem Herzen? Vielen Dank, ja. Ist halt direkt an dem Block reingespawnt aus dem Wasser, wo ich gerade mit dem Boot andocken wollte, mit ein bisschen mehr Schub und dann, andocken. Ich habe mich extra zurückgehalten. Wo wir vom Thema blöd reden. Welches Thema? Alle Themen. Was? Warum schwebt was? Achso, das ist das Auto. Ja, okay, macht Sinn. Ich ziehe die Frage zurück. So. Gut. Runter die Fresse. Nein. Du? Was? Ich spreche für deinen Hund. Ja. Ich bin der Pressesprecher. Pascal ist Katakalo. Okay. Oh Mann. So, ich zoome das jetzt noch an. Und dann brennt dein Sturm, dein Steinturm nieder. Ja, natürlich brennt mein Steinturm nieder. Wo ist jetzt Katakalo denn? Komm rein, du Missy. Da kommt er. Blöder Kackbilder. Wo sind die Namenstags? Hier. Aber. Hier Mitte, ja, zweite Reihe von oben. Ah, das ist ein Namensschild. Wenn du einem Amboss einen Namen gegeben Ach, hast. Ach, stimmt ja. Du musst ihn auch umbenennen, an einem Amboss. Dafür haben wir kein Eisen. Zumindest im Moment noch nicht. Also ich habe jetzt auch nochmal aufgerüstet, deine Stats da, das sind die 264er Dinger. Ja, das ist gut. Also, wie habe ich mir das vorzustellen? Ich schmiede dann das Stoff- und Pappding auf dem Amboss um einen Namen reinzuschreiben oder was? Und geh aus dem Kessel raus. Wow, ich wollte aber. Wir wollen keine Zombiesuppe haben. Ich will dich nicht zur Pilzsuppe verarbeiten müssen. Mit der Schüssel. Pass mal auf, dass dein Hund hier nicht übers Feld läuft. Sonst muss er sterben. Carlos, setz dich hin, du bist jetzt ein schwarzer Hund. Warum ist er überhaupt so schwarz? So dunkel. Weil die Fackelphysik scheiße ist. Also, wie es Licht registriert, ist komisch. Hast du ja auch, wenn die Viecher aus dem Wasser rein und rauskommen. Ist einfach. Wenn er gegen den gegenläuft, dann rutscht der voll. Ja. Der hat wohl einen nassen Arsch. Schieb ihn nicht. Hey, okay. So. Jetzt ist er auf dem Bett. Toll. Mhm. Ist doch schön. Jetzt haben wir überall Hundehaare. Ja, das ist nicht so schlimm. Stimmt, wir können einfach mal einmal schlafen gehen, damit wir Safepoint haben. Ja. Ich gehe in die Mitte. Jetzt sitzt du hinter meinem Hund, fick dich. Wie schlimmer, dass dein Hund bei mir mit drauf sitzt. Wuff. Carlos, komm. Warum ist er jetzt Carlos geworden? Ich weiß es nicht. Okay, auf der Truhe, da ist gut, bleib drauf. Was passiert, wenn wir sie jetzt aufmachen? Wow, bleibt in der Luft sitzen. Wow.
Das ist das Schöne an Hunden. Du kannst sie zähmen, aber du willst sie nicht mitnehmen, weil du Angst hast, dass sie sterben. Genau. Ja. Also in Minecraft natürlich. Ja, im echten Leben würde ich ihn zur Jagd. Naja, doch, schon. Kannst du schon mitnehmen. Da hast du tatsächlich weniger Angst, dass sie sterben. Mhm, das stimmt. Zum Beispiel ein. Es klingt so bescheuert, aber ein Kampfdackel, also. Es sind ja Jagdhunde. Mhm. Die kriegst du nicht klein. Kannst du auch einen Labrador holen. Das ist richtig. Mal abgesehen davon, dass so ein Labrador, ne, deine Jagd nebenbei noch schon aufgefressen hat. Ja, deswegen. Also, grundsätzlich hast du recht, das kann ich tun. Ja, ne? Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Ja. Also, ist ein Dackel ist ein Hotdog mit kurzen Beinen. Und es ist der bevorzugte Hund, wenn du Wildschweine jagen willst. Ja, aber ich gehe jetzt nicht raus komisch. Und sag mal jetzt erstmal ein Wildschwein, auch wenn ich im Wald bin. Ja, weil zum Beispiel Freunde, also eine Familie, die mit meiner Familie befreundet ist, mit denen ich mir wirklich sehr regelmäßig treffe, die sind eben zum Teil auch Jäger und haben eben einen Dackel, der dafür ausgelegt ist. Es ist halt auch draußen in so einem Freilandluftkäfig gewesen. Das ist einfach nur. Natürlich kannst du es wie einen normalen Hund behandeln, aber. Ja. Du merkst, dass es einen bestimmten Zweck hat. Das Hund. Das macht Sinn. Macht das Sinn? Das ist ja das Komische. Das ist komisch. Warum sind so viele Kühe? Warum nicht? Weil ich sie regelmäßig töte. Na gut. Wo kommen sie her? Hat sich das jetzt rumgesprochen als der Hotspot für Kühe, die suizidgefährdet sind, oder was? Ja. Und da du als Kuh eben schlecht Selbstmordwerkzeuge benutzen kannst, wartest du eben darauf, dass sich ein fliegender Kubus umbringt. Bin ich ein Kubus? Ja, so halb. Ja, ja, du bist fähig. Die Frage ist unnötig, ist Minecraft alles so viereckig? Selbst die Schwerter sind viereckig. Geh nicht durch mich durch, ich brauch mich. Ich brauch mich. Quatsch. Ja. Du bist nicht der Reclaimer. Habe ich jetzt Warum auserwählter Reclaimer-Scheiß. Warum ist das denn in der Nähe? Also mein ja, Team direkt neben der Erebor haben wir ein offenes Ding, wo wir wahrscheinlich Sachen spawnen können. Ja, passiert. Ja. Egal. Also mein Turm ist jetzt Early Access. Mein Turm ist Early Access? Ja, er kann... Ich sag das lieber nicht, weil sonst wird er nie fertig. Ja, deswegen sage ich es ja gerade. Man kann reingehen, man kommt auch hoch, aber er ist halt noch nicht so ganz fertig. Wow. Vor allen Dingen, Alex, ich beobachte dich gerade. Du gehst durch die eine Tür rein und durch die andere raus. Ja, ich dachte, du hast vielleicht irgendwie Zimmer oder so, aber nein, es ist einfach nur vier Eingänge. Es soll ein Turm sein. Er soll von allen möglichen Seiten begehbar sein und man muss hochkommen. Und man soll ihn sehen. Ich bin der König von Hai. Von Mallorca? Nee, einfach nur von Hai. Aber wie gesagt, Early Access ist noch nicht fertig. Ja, ist nicht fertig und wird auch nie fertig. Ich würde ein Geländer hinbauen, wenn ich ehrlich bin. Naja, da wollte ich noch ein Geländer hinbauen, aber ich... Oder ein Wassergraben. Ich schaffte nicht für Bugs und Fehler und ähnliches. Ja. Ist halt Early Access. Ich würde so viel für ein Fernglas geben. Also für ein Fernglas-Item. Das gibt's bestimmt und ich kenn's noch nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, Mann. Oder eine schöne Drohne, dass ich mich einfach hier hinstellen kann und dann die Map erkunden kann. Gehst du bestimmt einen Mod für? Oh. Ja, ein Mod auf alle Fälle. Optifine. Was wurde eigentlich aus dem Himmelsbiom-Mod, dem. Aus dem Äther. Äther, genau. Das sollte doch irgendwann irgendwie ins Hauptspiel integriert werden, oder? Nee, ich glaube nicht. Sollte es nicht, aber ich habe damals das... ich habe auch das Modpack gespielt. Das war extrem cool gemacht.
Das war wirklich richtig gut. Deswegen, der Äther war einfach super. Ja, da kamst du dann ja auch hoch. Ich bin regelmäßig in meinen Tod gefallen, aber... Nee, also das Geniale an der ganzen Sache war ja einfach, dass da richtig irgendwie, da konntest du ja noch 1000 andere Ausrüstungsgegenstände bauen. Ja. Also so Cape und Handschuhe und Schulterrüstung. Kannst und die ganzen Abfänge. Bossfights. Ja, dann konntest du, ja, die Bossfights waren ja sehr cool, muss ich sagen. Und die Viecher einfach, die da waren, das war halt auch... Das ist eben so eine Sache, die ich mich tatsächlich heute auch im Discord mit ein paar Menschen darüber unterhalten habe. Ich find's tatsächlich irgendwie grenzwertig, wenn ein Spiel erst dadurch großartig wird, dass es Mods hat. Weil, wenn ich mir ein Spiel nur dafür hole, und ich meine, im Fall von Minecraft trifft es sich eigentlich schon fast zu. Man holt sich das Spiel dafür, weil man weiß, dass man es so modden kann, wie man es haben will. Deswegen haben wir es für die Xbox. Ja, genau. Wobei, Fortnite soll ja auch Mods kriegen oder hat schon oder was auch immer. Auf den Mods kommen zur Xbox, lang lebe, was auch immer. Also Minecraft ist an sich auch schon großartig. Du hast nur nicht die ausreichende Fantasie, um dich hier ausleben zu lassen. Das ist eine tragische Tatsache. Zum Beispiel Bossfights hast du nicht. Du hast den Enderdrachen. Das war's. Und den Wither. Ist das ein Boss? Ja. Okay, immerhin. Dann kenne ich den nicht wegen Patch und so. Aber ist halt... Minecraft an sich ist natürlich ein tolles Spiel. Ich meine, wir spielen es auf... Oder ich habe es auf 3 Plattformen gespielt. Wir auch. Und ja. Ich hätte jetzt natürlich 4 gehabt, wenn ein Handy noch dazu. Ich habe dafür nee, auf Handy ist gar nicht gespielt. Und eben, also es ist essentiell eine Plattform für Mods, mit dem man dann macht, was man will. Ja. Es gibt Spiele, die nur auf diesem Konzept aufbauen, zum Beispiel, Gary's Mod. Ja, klar. Das ist ja essentiell ein Modbaukasten. Ja. Aber zum Beispiel auch hier nicht Doom. Doch, Doom. Die Original-Doom-Spiele sind nicht das ganz neue. Die haben ja sich auch, also das sind wirklich bombastische Spiele, die haben sich auch sehr viel länger gehalten, als der Ruhm es an sich zulassen würde, einfach weil es so unglaublich viele und auch unglaublich gute Mods gibt. Und es ist grundsätzlich, finde ich natürlich super, wenn man einen geilen Mod hat, weil ein geiler Mod ist ein geiler Mod. Du kannst nichts gegen sagen. Aber es irgendwie, ich finde es schlecht, wenn man wirklich mit anderen Spielen rangeht, einfach weil man weiß, ich hole mir dieses Spiel, um es zu modden. Weil dann kann es ja nicht das Spiel für einen sein. Das ist richtig. Naja. So, jetzt habe ich 5 Minuten lang geredet und warum ist mein Hund hier? Aber ich habe mir früher hatte ich für Morrowind hatte ich mir einen Grafikmod geholt. Ja, das ist verständlich. Das ich hatte war schon für, ziemlich gut. Also Texturmods sind die Ausnahme. Ja, klar. Die sind einfach, wenn Game von anderen Menschen, die dafür mehr Zeit haben als ein Entwicklerstudio, das sie selbst finanzieren muss, schön gemacht wird, dann unterstütze ich das ist super. Aber als ebenso Content-Mods wie jetzt zum Beispiel die Bossfights in Minecraft, in der Erde, weil es gibt einem mehr Progress-Ziele, wenn du weißt, du arbeitest dich von Boss zu Boss sozusagen, als wenn du hast, du killst dann vielleicht einmal den Enderdrachen und dann hast du da noch Gerät mit dem Wither. Ich nehme an, dass du im Nether, killst. Nee, der Wither, den musst du auf einer normalen Welt, oder kannst du überall beschwören, glaube ich. Ah, okay. Und dann bist du fertig, dann baust du weiter und machst, was du die ganze Zeit vorher auch schon getan hast. Ja. Ja, aber darauf baut ja das Spiel an sich auch. Ja, natürlich. Das wäre jetzt ja Kritik am Sandbox-Genre an sich, dass ich ja nicht aufspreche. Das ist nicht berechtigt, weil das Sandbox-Genre wollte nie was anderes sein. Ja, nee, deswegen sag das ich ist ja, die Kritik will ich nicht aussprechen, weil das ist das Genre, das ist das Spiel, aber das Konzept von Bossen ist hier offensichtlich drin, weil es gibt welche. Aber dann wurde es nicht so strikt umgesetzt, dass man sich tatsächlich damit irgendwelche Ziele setzen kann. Ja, das ist nicht so. Ja, ich denke mal, weil es irgendwann mal gefordert wurde, dass mehr Gegner reingefügt werden. Ja. Ich habe jetzt übrigens 2 Wölfe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe 2. Shit. Zumal der eine ja irgendwie jetzt außerhalb des Hauses war, was mich beunruhigt, weil an sich würde ich den ja im Haus drin lassen. Aber naja, oder habe ich jetzt 3 Wölfe? Nee.
die Druckplatte ist jetzt scheiße. Ach, Quatsch. Eines hab ich geschafft. Jetzt du. Fifi, komm rein. Ach, scheiße. Das Schöne ist, weil ich jetzt Fifi und Kater Chaos habe, kann ich beide beim gleichen Namen nennen und sagen, dass ich das andere meinte. Okay, das ist gut. Das macht's einfacher. Ja. So, jetzt sitzen die da rum und freuen sich. Oh. Und frohen guten Morgen und so. Dein Gelände hat nicht funktioniert, das hat versagt. In jeglicher Hinsicht. Wir sind auch auf der falschen Seite vom Geländer, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, wir können hier mal sagen, wir hören hier erstmal mit dieser Aufnahmesession auf. Ja, das können wir machen. Ja. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören, Zusehen, was auch immer ihr macht, ist euch ja allen überlassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. So sieht's aus. Tschüssi, bis dann.